Ja, danke, dann ist schon alles gesagt eigentlich. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und seid gut untergekommen. Und die, die heute neu gekommen sind, sind auch gut angereist. Und ich hoffe, es geht euch gut. Ja, gestern Abend habe ich ein paar Stimmen gehört, die gesagt haben, boah, ich bin ganz schön konfrontiert und ich spüre irgendwie dieses Inzesttabu und ich spüre irgendwie irgendwie tut es in mir und meine Unfreiheit oder irgendwas, ich merke was und oh, puh. So, ja, das ist gut. Sehr gut. Genau. Also mir persönlich ging es gestern so, dass ich mich einfach ständig wieder neu verliebt habe. Und ja, das fand ich schön. Und ich dachte so, vielleicht ist das ja auch das Wesentliche oder der Wesentliche, das wesentlich Spezielle oder Besondere an unseren Tagen ist nicht, dass wir über ein besonderes Thema sprechen, also das auch, wo man halt nicht so überall drüber spricht, sondern dass wir uns auch dabei ineinander verlieben dürfen. Ja, also ich fand es einen sehr schönen Tag gestern. Ich fand es auch sehr schön, dass es so lebendig war und dass viele sich eingebracht haben mit Fragen und ihren persönlichen Kommentaren oder was auch immer. Also das wäre schön, wenn wir das so weitermachen können, dass wir wirklich miteinander ganz lebendig da auch diskutieren. Und ja, es ist auch schön, es sind zwar heute ein bisschen mehr, es sind ja eher ein bisschen weniger Leute als bei den letzten Kongressen. Dachten wir schon auch, dass das mit dem Thema vielleicht zu tun hat, dass das manchen nicht so geheuer ist oder schwierig. Aber vielleicht ist es ja dann so, dass wirklich nur die hier sind, die auch wirklich hier sein wollen. Und vielleicht macht das ja auch die schöne Stimmung aus. Ja, also heute kommen wir so ein bisschen zu einem Herzstück, die echte Psychotherapie. Und Daniels Vortrag, Meditation, Einführung in das Thema, so in der Tiefe und auch nachher am Nachmittag so die Selbsterfahrung. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.